schneiden. Jetzt machen wir jetzt das zu essen.
bin schon mal fast fertig hier. Die letzte. Aber schon ein bisschen getrunken, muss ich gestehen. Das war's wieder. So. Müsste auch gleich fertig sein, meine Nudeln, wenn nicht schon es auch soweit ist. Alles gründlich einmal sauber machen wieder hier und dann nach dem Abendessen mache ich das auch noch ein bisschen mehr. Genau, dann dürfte das hier fast fertig sein, meine Nudeln, glaube ich. Und wie funktioniert das nun? Muss man das einfach im Topf warm machen, nicht vergessen. Lass mal eben gucken. Er ist sogar deutsch, steht auch drauf. Mindestens haltbar bis Ende von der Charge-Nummer. Siehe Deckel, nur unbeschädigte Verpackungen kaufen, kühl und trocken lagern, nach dem Öffnen im Kühlschrank aufbewahren. Aber wie funktioniert das jetzt? Einfach warm machen, oder nicht? Oh, nimmt nicht auf. Ich glaube schon, Schweinefleisch oder Fleisch ist da ja auch nicht drin, hoffe ich mal. Noch mal lesen. Schweinefleisch wahrscheinlich nicht, aber ich will auch kein Fleisch drin haben. Zucker. Nee, Ballaststoffe. Stimmt, Zutaten. Basilikopasta-Sauce mit Basilikum und Tomatenzutaten, geriebene Tomaten 79%, Tomaten konzentrieren 8,5%, Zwiebeln, Basilikum, Karotte, Sonnenblumenöl, Zucker, Salz, Aroma. Ist ein bisschen falsch gedeutet, falsch. Deutsch ist ein bisschen falsch übersetzt. Ja, dann fertig. Okay. Deckel habe ich nicht. Egal. Ja, ich weiß, ich habe ein Sieb, aber ich habe keine Lust, das sauber zu machen. Deswegen ist das immer so ein Problem. Dann muss ich das jetzt hier irgendwie im Topf warm machen, ne? Da führt wohl kein Weg dran vorbei. Dann
Nehmen wir doch mal den hier. Muss ich aber auch noch mal waschen. Den habe ich schon ewig nicht benutzt. So. Gut. So, den mache ich jetzt einmal warm. Jetzt werde ich angerufen. Oh, ja. Jetzt, wieso habe ich denn jetzt das da alles so dreckig? Hallo? Hä? Bin doch da gar nicht mit den Füßen reingelatscht. Ich wollte eigentlich auch nochmal staubsaugen. Na, Mann, oh. Naja, jetzt werde ich erstmal hier das warm machen. Ich musste gerade noch ins Telefon. So. Und dann, wieso habe ich das jetzt hier nicht da drunter gelassen? Jetzt ist das alles rausgetropft. Mensch, das ist auch nicht so schön hier. So. Das Datum wollte ich noch mal gucken. Ich sehe kein Datum. Hä? Da steht es hier oben. Ja. Kann noch kein Mensch lesen. So, das mache ich mal eben. Und das im Licht gucken. Ich kann das nicht lesen. Dann kann ich mir das jetzt machen. Schmeckt. Ich habe das ja schon mal gegessen. Uiuiui. Ich werde schon wieder angerufen. Lieben, it is time to say goodbye. Das war der vorletzte Tag für mich hier in Alanya. Und ich habe noch mal ordentlich Arbeit gehabt eben. Hatte auch nicht so wirklich Lust, euch jetzt überall. Ihr hättet sowieso nicht viel gesehen. Also, die Hunde haben da vorne wieder am Gatter an ihrem Häuschen, wo sie heute Morgen das Loch gebuddelt hatten, alles wieder aufgegraben. Ich weiß auch nicht, warum die das mitten in der Nacht machen. Ne? Die haben beide Seiten gegraben, also einmal von der Seite und von der Seite.
Und ordentlich haben die da mit ihrer Kangalkraft gegraben. Ich habe echt Angst, dass die ein Loch buddeln. Ne? Pascha war schon zur Hälfte drin, ne? In diesem Loch. Zur Hälfte ist er da drin, wäre aber zur Hälfte verschwunden. Ne? Wirklich, kam nur noch die Hälfte seines Körpers, habe ich noch gesehen. Das war mir dann zu gefährlich. Es war ja jetzt auch schon dunkel. Das ist eine halbe Stunde her oder so. Ich habe die da jetzt rausgeholt aus dem Gehege und habe die Tür zugemacht, sodass sie da nicht wieder rein können. Das fanden die gar nicht gut. Die haben versucht, mit dem Fuß die Tür wieder aufzumachen, aber das können die natürlich nicht. Ich habe es aber auch nicht mit dem Band zugebunden. Das habe ich mir in der Kamera beobachtet, was die machen. Die versuchen immer mit der Pfote die Tür aufzumachen. Das haben die wohl rausgekriegt, wenn man die Tür auf und zu macht, wenn die mal zugeht. Aber ich habe das jetzt zugemacht, das heißt, die müssten drücken und das geht ja auch nicht. Also selbst wenn du die Tür drückst, geht die nicht auf, weil es verschweißt ist. Ne? Wenn die mit voller Kraft aber dagegen, dann geht die auf, dann geht die kaputt. Naja, jedenfalls kommen die da jetzt nicht rein. Jetzt muss ich morgen mal gucken, was wir da machen. Ich werde das mit dem Gärtner nochmal besprechen, solange muss das zu, ne? Weil die machen da alles, die machen da richtige Löcher rein. Ne? Pascha war zur Hälfte weg. Ich muss morgen mal gucken, wo er weg war. Er sah diesmal so aus, als sei es unter dem Haus. Als würde er sich unter das Haus durchgraben, statt zum Nachbarn hin, weil heute Morgen ging er Richtung Nachbarn. Und wenn er sich unterm Haus durchgräbt, ist das ja nicht so schlimm. Schlimm ist es nur, wenn er zum Nachbarn geht. Ne? Naja, aber trotzdem ist es scheiße, weil wer weiß, was da unter alles liegt. Ne? Also das muss ja nicht sein. Deswegen, ja, weiß ich auch nicht, was wir da machen. Keine Ahnung. Solange die das da machen, ist ja nicht schlimm. Schlimmer wäre das, wenn die das hier woanders machen, ne? Wo ich eben nicht zumachen kann und wo die unter Umständen sich ein Loch auf die andere. Also ich habe keine Ahnung, ne? Oh, weil die Mauer geht ja nur bis über die Erde. Und darunter ist ja, also da kann sich ja, können die durch. Also ich sagte, wer kommt denn auf die Idee, sich da drunter ein Loch zu graben? Mal ehrlich, la? Naja, mein Lieben, also für heute ist erstmal Schluss mit lustig. Für mich reicht's erstmal jetzt. Und wenn ich das meinem Mann erzähle, der denkt sich, das kann nicht sein. Oben haben wir alles zugemacht und jetzt graben die sich Löcher unter der Erde durch, ne? Ich glaube, ich spinne. Naja, also, naja, gut. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis morgen. Tschüss.